Also da hätte ich meiner Gesinnung untreu werden müssen, wenn ich nicht in den Widerstand gegangen wäre. Mein Großvater war eingesperrt im KUK Kaiserreich, Kaiserkönigliche Monarchie der Habsburger, weil er für den Sozialismus gekämpft hat. Mein Vater war eingesperrt, weil er für den Sozialismus gekämpft hat. Ja. Dass ich in der Spur weiterarbeite, also nicht nur passiv es über mich ergehen lasse, sondern dagegen tätig bin, war klar. Ich war ja nicht allein. Und wir hatten also gelernt, wenn der Gegner angreift, dann weicht man nicht einfach zurück, sondern überlegt man sich, wo kannst du einen Gegenangriff starten. Und wenn man dann davon überzeugt ist, man wird gebraucht für die Zeit nach Hitler. Das war ja damals so ein wichtiger Satz für die Zeit nach Hitler. Also seid illegal tätig, aber geht nicht unnötige Risiken ein. Da war also klar, du wirst überlegt, Sand ins Getriebe streuen, so gut du kannst und solange du atmen kannst. Ja? Also, und das war bei vielen, da war ich ja nicht allein, das war bei vielen anderen auch so. Das war eine tiefe Überzeugung, wir werden siegen, ja, und wir haben die Vorbereitung für eine spätere Zeit zu treffen in unserem Widerstand.